Heute ist Freitag, der 1. Juni und es ist ein Regentag. Die Kollegen hier fahren mit ihren Motorrädern weiter nach Bad Kissingen, wie sie mir erzählten. Ja, viel Glück, gute Fahrt, immer genügend Balance und Druck auf den Reifen. Und nun geht's durch Günzburg. Heute ist, wie gesagt, ein regnerischer Tag. Dieses hier ist in der Nähe des Kulturhauses. Schönes Wasserspiel. Und in dem Kulturhaus gibt es auch Theatervorführungen, beziehungsweise es wird wohl ein Gastspieltheater sein, wie sich das mir dargestellt hat. Überall diese schönen Pflanzen, Arrangements. Jo, das ist das Kulturzentrum mit Plastiken, die wirklich sehr angenehm sind, und hier einige Programmauszüge. 17.12.22 kann man sich ja noch mal überlegen. Und Schwanensee. Boah. Muss man mögen. Die schönsten Schlager zum Muttertag für den 13. Mai 2023. Vielleicht mal vormerken für den einen oder anderen, wo das noch in Frage kommt. Jo. Ich marschiere ein bisschen durch die Stadt und treffe auf einen Friseursalon, weil meine Haare haben es nötig. Da ist es schon fertig und das ist der Künstler, der es gemacht hat. Er hat gerade den Salon neu eröffnet. Ja, dann geht's mit gutem Haarschnitt weiter Richtung Hotel. Mittlerweile regnet es auch ganz stark. Zwischenzeitlich habe ich noch einen kleinen neuen Mobilfunkvertrag abgeschlossen. Ja, wenn die Zeit da ist, kann man ja auch mal so ein bisschen etwas regeln. Ja, verwaist in der Nähe des Rathauses. Ja, kleine Vitrine. Das ist der Stadtplan von Günzburg. Und hier kommt eine völlig durchnässte Frau mit ihrem Mann auf dem Trike an. Und sucht nach einem Parkplatz, den sie dann auch im Hotel Hirsch findet. Wie wir doch alle, da werden wir gut versorgt. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Dann gibt es noch ein Abendessen. Mittlerweile scheint die Sonne. Es gibt Semmelknödel. Der Reisende ist wieder mal sichtlich zufrieden, wie man sieht. Und ein Bus fährt auch hin und wieder das Tor. Und tschüss.